Herzlich willkommen auf meiner Website. Schön, dass du da bist und Interesse an meinem neuen Baby hast. In diesem Buch geht es eher weniger darum, dass ich viel zu Wort komme, sondern vielmehr darum, dass du zu Wort kommst, indem du es als Werkzeug benutzt, um dein Leben ganz bewusst und aktiv zu gestalten und das mit nur 4 Minuten am Tag. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ist es zu diesem Buch überhaupt gekommen? Der Hintergrund war wirklich, das ist Corona-Jahr und mit all den Auswirkungen, die dieses Corona-Jahr mit sich gebracht hat. Das heißt, viele Menschen sind in eine Sinnkrise geschlittert, viele haben Ängste entwickelt, massive Unsicherheiten. Und die Idee für dieses Buch ist einfach, Menschen aus der Opferhaltung herauszubringen und ganz bewusst in die Gestalterrolle hineinzubringen. Und dieses Buch, Wie Leben gelingt in 4 Minuten, tut das automatisch. Wie ist dieses Buch jetzt aufgebaut und wie ist es als Werkzeug für dich geeignet? Also es geht darum, wirklich 2 Minuten Zeitinvestment in der Früh und 2 Minuten am Abend dafür zu machen. Und der Hintergrund ist eine neurowissenschaftliche Erkenntnis, nach der negative Ereignisse nahtlos ins Langzeitgedächtnis wandern, während gute, schöne Ereignisse mindestens 10 Sekunden lang hochgehalten werden müssen. Und da war die Überlegung, was kann man an Werkzeugen einem Menschen mitgeben, damit diese 10 Sekunden überhaupt hochgehalten werden, damit diese guten Erlebnisse überhaupt eine Chance haben, auch abgespeichert zu werden. Und du handhabst dieses Buch am besten so, dass du das wirklich in der Früh hinlegst und so eins der ersten Dinge, die du in der Früh machst, ähnlich wie ein Ritual, wie Zähneputzen oder so, dass du dich fit machst für diesen Tag. Das heißt, ganz bewusst auf die Fahrerseite deines Lebensautos setzt und bestimmst, in welche Richtung du heute losfährst. Und am Abend, wenn du aussteigst aus deinem Lebensauto, ganz bewusst Resümee ziehst über diesen Tag. Was hast du gelernt? Was hast du Sinnvolles in diesen Tag hineingegeben? Was waren die Erkenntnisse deines Tages? Und natürlich zum Schluss, und mit welcher Einstellung möchtest du jetzt schlafen gehen? Und damit arbeitet quasi dein Gehirn, dein Gedächtnis weiter und speichert auch diese wunderbaren guten Dinge ab. Und du hast den Eindruck, dass dein Leben gut gelingt. Für wen ist dieses Buch? Man könnte sagen, es ist ein Buch für alle, die es satt haben, von außen bestimmt zu werden, die ganz bewusst in die Gestalterrolle gehen möchten, die ganz bewusst ihr Leben selbst in die Hand nehmen möchten. Dieses Buch ist auch als eine Hommage an Frankl zu sehen, Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie. Und ich glaube, es gibt keinen zweiten, der uns so vorgeführt hat, wie es gelingen kann, selbst in schwersten Zeiten an seinem eigenen Steuer sitzen zu bleiben, in seinem Lebensauto. Und Frankl war es auch, der gesagt hat, die Welt ist kein Protokoll, das wir zu entziffern, sondern ein Manuskript, das wir zu diktieren haben. Und genau darum geht es. Und wenn du magst, kannst du jetzt hinunterscrollen zu meinem Webshop, dich einmal umschauen und wirklich auch für dich dieses Werkzeug lernen zu benutzen. Ich wünsche dir viel Freude mit Wie Leben gelingt in 4 Minuten und freue mich auf alles, was daraus folgen mag. Ciao!